und herzlich willkommen zu einem neuen Workout von mir. Und heute geht es um unsere Beine, wie wir sie straffen, wie wir Fett verbrennen und vor allem, wie sie ein bisschen schlanker werden. Los geht's! Wir wärmen uns ein wenig auf. Bei diesem Workout braucht ihr einfach heute kein Equipment. Wir werden heute komplett arbeiten mit unserem eigenen Bodyweight. Und das reicht auch. Ihr könnt direkt mitmachen. Ab in die Sportklamotten und los geht's. Wir wärmen uns leicht auf mit kleinen Squats von oben. Die Oberschenkelmuskulatur wird jetzt darauf vorbereitet, auf das, was jetzt kommt, ihr Lieben. Auf geht's und tief zur Seite. Und ab geht's. Bauch ist fest, spannt den Bauch immer schön an. Und wir nehmen die Arme mit. Die Arme gehen nach hinten und los geht's. Noch 10, 9, 8, 7, 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Leg Curls und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dieses Workout eignet sich auch vor allem für die Skifahrerinnen unter euch, die demnächst vielleicht in den Skiurlaub fahren, da könnt ihr das auf jeden Fall auch gut gebrauchen, dass die Oberschenkelmuskulatur super gut gekräftigt wird. Okay, dann kommen wir nun zur Mitte und Marsch, 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 Marsch. Heute haben wir viel Spaß zusammen. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Vergesst nicht auch permanent zu lächeln, denn das ist gut für unser Unterbewusstsein. Okay, ihr Lieben, wir fangen direkt an und wir gehen nun in die tiefen Squats, geht hier schon mal ein bisschen mehr zur Seite und wir kommen tief von der Seite, sieht das so aus, tief, tief, tief und wir wandern von einer Seite zur anderen Seite, zur einen Seite, tap, zur anderen Seite, tap, los und tap und bleibt schön tief mit dem Gesäß. Okay, wer ein bisschen mehr möchte, der nimmt die Arme mit nach vorne und tap, super, und tap, und tap, und tap, noch vier mehr, noch vier, noch drei, noch zwei und der letzte, okay, und marschiere auf der Stelle und marsch, 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 come on. Wir kommen nun zu den Squats von oben, kommen in den weiten Stand. Und hier tief und hoch, tief und hoch. Squats, das sind natürlich, das ist der Klassiker unter den Beinübungen, denn diese Squats trainieren die gesamte Oberschenkelmuskulatur. Vorderseite, Rückseite, aber auch die Waden. Und wenn du dich gut anstellst und die richtig ausführst, trainierst du auch den Bauch mit, den Rumpf mit. Ja, und was will man mehr? Die größte Muskelgruppe sind nun mal unsere Beine. Come on. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, come on. Noch 4, 3, 2, 1 und halten. Ihr kennt das schon von meinen Workouts. Wir halten nochmal ganz isometrisch die Spannung für 10, 9, 8, 7, noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Marsch und Marsch und Marsch, Marsch, Marsch. Come on. Okay, genießt es. Denn nun widmen wir uns wieder der Beinmuskulatur. Wir kommen in die Seite und machen einen Ausfallschritt nach vorne mit rechts. Und wir kommen nun in die Reverse Lunges. Tief, hoch, nach vorne und wechsel. Tief, hoch, nach vorne und wechsel. Tief, hoch, nach vorne und wechsel. Super, super. Weiter geht's. Come on. Tief, hoch, nach vorne und wechsel. Tief, hoch, nach vorne und wechsel. Schön. Tief, hoch, nach vorne und wechsel. 90 Grad im Kniegelenk. Oberkörper ist aufrecht. Der Bauch ist fest. Tief, hoch, nach vorne und wechsel. Come on. Tief, hoch, nach vorne und wechsel. Schön. Tief, hoch, nach vorne
und wechsel super tief. Hoch, nach vorne und wechsel. Schön. Die letzten vier. Die letzten drei. Die letzten zwei. Und der letzte. Auch sauber ausführen bis zum Schluss. Und Marsch, 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 Marsch. Come on. Wir marschieren auf der Stelle und kurbeln unsere Fettverbrennungsmotoren, die Mitochondrien, mal richtig an unseren Kraftwerken. Und los geht's, come on. Mit Schwung, mit Elan, voller Vitalität und Kraft. Los geht's. Marsch, Marsch, Marsch. Marsch, Marsch, Marsch. Wir gehen nach vorne zu einem V und zurück. Und Marsch, 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 come on. Und nochmal Marsch, Marsch, Marsch. Marsch, Marsch, Marsch. Marsch, Marsch, Marsch. Und nochmal Marsch, Marsch. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und marschiere auf der Stelle. Super. Wir kommen nun zur nächsten Übung. Und da gehen wir auch in den Ausfallschritt mit einer kleinen Variante. Dazu kommst du weiter, ein bisschen weiter nach vorne. Kommen in den weiten Stand. Und wir gehen hinten über Kreuz und hoch. Über Kreuz und hoch. Aber wir bleiben diesmal achtmal unten. Hier tief und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Halten, 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 halten. Und Marsch, 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 Marsch. Wir bleiben aber angewinkelt mit gebeugten Knien. Marsch, Marsch, Marsch. Drei, zwei, eins, Seitenwechsel und tief, hoch, tief, hoch. Noch acht, sieben, sechs, noch fünf, vier, die letzten drei, come on, zwei, come on, der letzte. Und das heißt unten halten, 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 halten für drei, zwei, eins. Los geht's und Marsch. Marsch, 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 Marsch. Ich bin heute gut drauf, ich bin voll motiviert und freue mich, euch mitzunehmen. Und wer noch mehr Lust hat, dieses Workout weiterzumachen, der macht dieses Workout einfach eine zweite Runde. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Workout, viel Spaß beim Fettverbrennen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, ihr Lieben, holt es schnell nach. Und tschüss, aktiviert die Glocke. Bye, bye. Marsch, Marsch, Marsch.